Willkommen zurück zur Anno 2070. So, nachdem wir eine Flotte aufgebaut haben und die komplett sinnlos ist, da Father Schutzschilde installiert hat, wollen wir jetzt nochmal sehen, ob uns die Tags, die jetzt wahrscheinlich in die Mission dazukommen, helfen können. Ab in die Mission 10. Das ist wirklich interessant. Wissen Sie, was ich denke? Fave hat die Schildtechnologie modifiziert, die er der Eden Initiative gestohlen hat. Ich habe vorhin ein paar Messdaten aufgezeichnet, die das nahelegen. Ich arbeite gerade an einer neuen Technologie, einem EMP. Es wäre vermutlich in der Lage, Fathers Systeme zu überlasten und seine Schilde zu deaktivieren. Wir könnten meine Forschungsarbeit hier vollenden und es ausprobieren. Und wie wollen Sie das anstellen, Professor? Ihre Forschung wird bestimmt nicht ohne riesige Mengen an Energie durchführbar sein. Sehen Sie sich um! Die Infrastruktur in diesem Sektor ist vollkommen zerstört! Irrtum, Mr. Thorne. Im Gamma-Komplex, ganz hier in der Nähe, wurde bisher an der Steigerung der Energieeffizienz von Uran geforscht. Die Gebäude sind so weit intakt, dass wir darin forschen können. Laut meinen Aufzeichnungen benötigen wir 3 spezielle Komponenten für die EMP-Technologie. Ich werde Sie genau instruieren, worauf bei der Entwicklung geachtet werden muss. Der Elektrokondensator ist die erste wichtige Komponente bei der Konstruktion unserer Waffe. Nach Ihren Leistungen im Core sicher kein Problem für Sie. Erforderliches Energieniveau für Modulentwicklung ermittelt. Okay. Energieoutput muss erhöht werden. Gut, erstmal unsere kleine Übersicht verschaffen. Was ich noch eben bauen werde, ist eine Eco-Werft. Denn, was ich in meinem Szenario festgestellt habe, Hovercrafts sind sehr gut, um eventuell Drohnen auch abzuschießen. Und als kleine Patrouillenboote wollen wir uns die mal dazu holen. So, Hauptaufgabe ist Energieniveau von 200 erreichen und damit Elektrokondensator ausrichten. Gut. Hier haben wir schon eine minimale Tech-Siedlung. Meine Forschungen kommen gut voran. Wer braucht da ein Privatleben? Hier ziehen auch schon mal wieder ein paar Leute ein. Das Ganze ist schon mal wieder seltsam gebaut. Da können wir noch nichts mit anfangen. Was soll's? Behalten wir? Nee, dieses Layout ist beschissen. Sorry, aber das sagt mir mal gar nicht zu. So, die Breite ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, ihr dürft gleich meckern, indem ich das mal wieder halbwegs in Ordnung gebracht habe. So. Auch die hier noch hinweg. Und mal zusehen, dass wir hier jetzt wieder Wohnungen dazu kriegen.
So, damit sollten wir dann halbwegs ein Grundgerüst haben, mit dem sich dann hoffentlich später weiterarbeiten lässt. Fahrzeug fertiggestellt. So, als nächstes wollen wir dann doch mal Carbon dann auch herstellen. Gebäudeauswahl vergrößert. Gut, Unterwasser interessiert uns jetzt noch nicht. Eine hier beheimatete Quallenart hat sich erstaunlich schnell an die veränderten Lebensbedingungen angepasst. Ich würde gern mehr über sie erfahren. Hey! Okay. Als Nebenmission haben wir dann noch das Scannen von ein paar Korallen. Noch haben wir aber auch keine U-Boote. Wir mal ein paar Baumaterialien ein. Na, vielleicht brauchen wir auch noch mal Beton. Registriere neues Fahrzeug. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. So, was uns jetzt wirklich mal interessiert, ist hier Carbon. Dafür brauchen wir sehr viele Betonzellen. Das brauchen wir für die Offshore. Bisschen Werkzeug. Legosteine. Die sind doch recht billig. Nein, das sind normale Windkrafträder. Hier haben wir die Offshore. Da brauchen wir dann noch Glas dazu. Gut, bringen wir dann im zweiten Zug mit. Das bauen wir glatt einmal aus. Registriere neues Fahrzeug. So, dann holen wir als nächstes da den Glas ab und ein bisschen Munition, um auch hier Marinetürme und Antiflugzeuggeschütze hinsetzen zu können. Und für die würde ich jetzt gerne eine, keine Handelsroute, sondern eine normale Patrouillenroute erstellen. Das sollte doch bestimmt auch funktionieren, ohne dass wir irgendwelche Waren auf dem absenden müssen. So, das kommt etwas weiter nach oben. Hier dürfen sie da unten. Und dann ist okay. Wir wollen aber auch noch genau diesen Ort dazu. Können wir das verschieben? Ja. Nein, da wollen wir gar nicht hin. Achtung, Produktionsstillstand. So. Das dürfte dann doch schon recht brauchbar aussehen.
Und hier oben habe ich doch gerade ein rotes Schiff gesehen. Hohe Gewalt. Ah, das ist so das von Paga. Aber von meiner Schildtechnologie. Das brauchen wir bisher noch gar nicht anzugreifen. Das nützt uns noch nichts mit seiner Schildtechnologie. So, da brauchen wir dann etwas Glas. Dann normale Munition. Und den Rest packen wir mit Bauklötzchen voll. Einmal die Handelsroute überprüfen, dass die auch ja nicht da oben bei Faserschiff vorbeikommen. So. Jetzt wollen wir dann mal die Hovercrafts auswählen. Naja. Hoffen wir mal, dass diese Patrouille hier etwas bringt. Und nun zu der Carbonversorgung. Was brauchen wir da? Wahrscheinlich... Nein, Ölplattform doch nicht nur. Das geht doch auch... mit den Ölbohrern. Die sollten wir unter den Tycoons finden. Das war hier bei Plastik. Wenn ich nicht recht im Sinne, war das Verhältnis 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 3 zu 1. Gegenüber den Ölraffinerien. Das brauchte nicht allzu viel Platz. Das sollte hier klappen. Kurz zurückschauen, wie wir das eigentlich gebaut haben. Ganz genauso können wir es sowieso nicht entsetzen. So, dahinter dann? Ne, in derselben. Ja, ich hätte noch mal wieder das Layout raussuchen sollen. Ach. Okay, ich habe komplett vergessen, dass man dafür ja auch Ölquellen braucht. Gut, dann hat sich das damit gegessen. Wo hatten wir eigentlich nochmal Öl? Hier.
Haben wir hier vielleicht auch eine leichte Ölproduktion? Nein, nicht im geringsten. Dann bauen wir hier oben doch einfach mal unsere Ölproduktion komplett aus. Ohne nochmal Kunststoff hinzuzusetzen. Registriere Energieknappheit. Na. Wieder Energiemangel. So. Was wollten wir da haben? 3 Marinetürme. Und 2 Flak. Dann wäre es doch mal interessant zu finden, wo wir denn noch Öl abbauen können. Oder wo wir dann eine Ölplattform hinbekommen. Um die Produktion davon mal etwas zu steigern. Und dafür bräuchten wir dann eine U-Boot-Werft. Und brauchen dafür dann auch schon erstmal Carbon. Wovon wir jetzt aber noch nichts haben. Bauen wir dann doch einfach nochmal hier ein paar weitere Häuser hin. Und wir haben schon wieder keine Bauklötze mehr. Ha! Die noch schnell ins Kontor rübergeworfen. Leicht verbaut. So, und jetzt fehlen uns tatsächlich welche. Mit der Fischversorgung, ja, sieht das wunderbar aus. Das wundert nicht. Werkzeuge können wir uns auch gleich mitnehmen. Warum sinken eigentlich unsere Warentransport unsere auf Handelsroute negativ? Platzproduktion. Ja, Handelsroute 3 ist ineffektiv, das weiß ich, das ist auch nur eine Patrouille. Uschi. Wie viel AP hat er eigentlich? Not so menschlich. Aber und sehr stark gegen U-Boote. Sie einfach ab. Oha. Den werden wir also damit definitiv nicht angreifen. Haben wir hier oben Öl? Nein. Ich hätte gerne eine andere. Handelsroute ineffizient. Keine Waren verfügbar. Oh. Sehr gut. Ich hätte eigentlich sehr gerne eine eigene Öl- bzw. Carboninsel. Denn hier bleibt davon nicht allzu viel übrig.
Obwohl wir Kunststoffe maximal ausgewertet haben. Wie sieht es mit unserer Kohleversorgung hier aus? Auch tendenziell eher sinkend. Handelsroute ineffizient. Könnten wir keine Waren verfügbar. Mann. Alleine schon damit das hier aufhört, könnten die doch einfach hier mal Öl einladen, sofern verfügbar, und das dann hier hinten ausladen. Wir haben jetzt schon wieder mal eine ziemlich miese Umweltbilanz. Aber mit Kontrollstation ist hier nichts mehr zu holen. Die Insel ist hiermit zugepflastert. Wobei sich 82, 87. Holen wir doch eine dazu. Kann sich fast nur verbessern. Vier, fünf. So, dann nochmal ein Ölbohrerzyklus dazu. Ölraffineriezyklus. Damit wir davon doch endlich mal eine kleine Überproduktion bekommen. Und uns hier am Ende genug Leckeröl zur Verfügung steht. Zack. Ich bin sehr erleichtert, dass wir Father rekonstruieren und updaten konnten. Der neue Father 2.0 ist über all die kleinen Makel erhaben, mit denen wir Menschen behaftet sind. Es war die beste Entscheidung, unseren Ethikrat durch ihn zu ersetzen. Okay. Ihr habt hier also noch eine laufende KI, die wahllos Menschen umbringen will. Und was macht ihr? Ihr baut eine neue Version davon. Ha. Hier oben könnte ich tatsächlich eine Ölinsel draus machen. Das ist schon fast verführerisch.
Und das werde ich auch mal dergleichen machen. Laden wir hier etwas Glas ein. Für die Offshore-Anlagen. Und dann erfüllt diese Insel bald auch nochmal wieder einen Zweck. Uff, graues Schiff. Ich dachte, das wäre ein roter Punkt. Ineffizient. Keine Waren verfügbar. Haben wir an Energie, nicht allzu viel. Ein Offshore-Windrad dazu. Ich schaufe Radbagger, ich will da ordentliche Kohlemine. So, jetzt haben wir oben eigentlich schon unsere Ölproduktion komplett ausgebaut. Aber der Umweltbilanz zuliebe reißen wir die doch mal ein bisschen wieder ab. Das da hinten werde ich stehen lassen. Leichter Überproduktion habe ich nichts. Und hier dann noch etwas Platz dazu für ordentliche Ölproduktionsinfrastruktur. Diese sinnlosen Straßen mal beiseite.